Deutschland kann ein klimaneutrales Industrieland werden, wenn jetzt die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft klar gestaltet werden. Wir brauchen eine Infrastruktur, die das Verbrauchervertrauen für Elektromobilität schafft. Wir brauchen schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wer die weltweit engagiertesten Klimaziele hat, der braucht auch den besten Standort. Und so müssen wir jetzt Politik und Wirtschaft gemeinsam und sehr konkret um die ganz vielen Fragen der Transformation kümmern. Die Automobilindustrie will klimaneutralen Verkehr spätestens 2050 erreichen. Dafür investieren wir allein in den nächsten 2 Jahren rund 150 Milliarden Euro in neue Antriebe, in die Digitalisierung, in die Frage von Elektromobilität. Und wir wollen nach wie vor und sind da auch bei den stärksten Ländern weltweit dabei, in Forschung und Entwicklung investieren. Es geht jetzt alle Kraft daran zu setzen, dass dieser Umbau auch des Verkehrssektors gelingen kann. Aber wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass wir auch viele Bestandsfahrzeuge haben. Deshalb brauchen wir auch eine Diskussion, die technologieoffen bleibt. Synthetische Kraftstoffe in den Blick nimmt, genauso wie die Frage, ob Wasserstoff, Brennstoffzelle auch etwas für die schweren Nutzfahrzeuge im Antrieb ist. Die klimaneutrale Verkehrswende kann dann gelingen, wenn wir jetzt den Hochlauf der Elektromobilität mit den entsprechenden Rahmenbedingungen auch ausstatten. Der Verbraucher braucht das Vertrauen, dass er zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort auch sein Auto aufladen kann. Wir brauchen eine Wasserstoffinfrastruktur für schwere Antriebe und wir brauchen auch synthetische Kraftstoffe, um auch den Bereich der Bestandsfahrzeuge einzubringen in diese Verkehrswende. Und wir brauchen darüber hinaus auch eine Diskussion über die Zukunft der Mobilität, die bei den Lebensrealitäten der Menschen und ihren Bedarfen auch ansetzen und anfangen kann.